So, was wir hier haben, ist ein weiteres Dorf. Stronglin heißt das, wird von ein paar Einheiten beschützt. Ich kann nicht sehen, wie viele es sind. Aber ich gehe mal davon aus, dass das nicht so viele sind. Ja. Ja. 3 Wolfreiter, 16 Goblins, 10 Orks. Wir können mit den Rocks warten bis zum Ende der Runde. Das ist eigentlich immer eine kluge Wahl. So. Genau, das ist jetzt gute Moral. Jetzt dürfen unsere Goblins nochmal sich bewegen und hier angreifen, weil sie gute Moral haben. Du schießt auf die Orks. Du auch. Ja, aber meine ich doch, dass er schießen kann. Das ist nämlich die Spezialfähigkeit von ihm, dass er hier jetzt schießen kann sogar. So, jetzt sind unsere Rocks dran. Jetzt beginnt die nächste Runde. Und weil wir mit den Rocks bis zum Ende der Runde gewartet haben und die als erstes in der nächsten Runde dran sind, dürfen wir jetzt sozusagen zweimal hintereinander ziehen mit denen. So, ich habe 3 Goblins verloren, aber das ist auch nicht die Welt. So, jetzt haben wir hier ein neues Dorf. Ja, wir haben auch eine neue Stadt, die wir ausbauen können. Und als erstes brauche ich natürlich eine Taverne, damit wir hier so schnell wie möglich eine Town Hall machen können, die uns mehr Gold gibt. So, hier können wir jetzt nicht mehr viel machen. Wir haben nämlich keine Ressourcen mehr. Und deswegen werde ich abwarten müssen. Ein Rudel Harpien, Hexen. Ja gut, machen wir die fertig. Harpien Hexen sind die aufgewertete Einheit von Harpien. Und weil ich meine Resistance habe, also die Fähigkeit, wurden die jetzt wieder runtergewertet auf normale Harpien. Ihr seht hier jetzt eine 2 über meinen Orks, also das heißt, sie sind eine Stufe aufgestiegen. Mein Henchman, also mein Gefolgsmann, irgendwie sowas. Und die sind jetzt stärker. Der Ogerlieger kann übrigens auch zaubern, aber naja. Da kommt eh nicht so viel bei raus dann. So. Gleiche Taktik wie eben. Verschafft uns den Sieg. Und hier dieses Sternrad gibt uns eine Zauberkraft dazu. Also das heißt, unsere Zauber werden generell stärker. Dort oben ist eine Schwefelmine, die will ich erobern. Aber erst warten wir den Tag ab. Da unten haben wir übrigens den Gegner gesehen. Den haben wir jetzt schon mehrere Male gesehen. Wir könnten hier diese Mönche besiegen. Dann hätten wir hier Zugriff auf, ja, auf das Land meines Gegners. Könnten dort einfallen und ihn versuchen zu bekämpfen. Halte ich allerdings noch nicht so viel von. Und die wollen leider nicht fliehen. Schade. Ja, das sind nämlich Fernkämpfer, diese Goks aus der Fraktion Inferno. Und mir ist es lieber, wenn die fliehen einfach, weil Fernkämpfer sorgen meistens immer dafür, dass man irgendwelche Truppen verliert. Genau, die haben jetzt auf meine Orks geschossen und ich habe einen Ork verloren. Und wieder gute Moral. So. Jetzt haben wir durch unsere Fernkämpfer unsererseits schon immerhin ein paar Goks ausgeschaltet. Und wir steigen eine Stufe auf. Was nehmen wir denn? Wir nehmen natürlich mehr Schaden. Und wir haben ein Badge of Courage. So ein Band. Naja, der Tapferkeit oder sowas. Das gibt uns noch eine Moral zusätzlich. Advanced Offense, plus 20% Melee Damage. Also plus 20% Schaden im Nahkampf. Ihr seht hier übrigens hier diese kleinen Pfeilchen. Das bedeutet, dass unsere Truppen auf
der nächsten Stufe sind, können ja Erfahrung kriegen halt. Können hier einen Rechtsklick drauf machen. Stack Experience, also Erfahrung. Und wir sehen hier halt, die Globusons sind jetzt auf trainiert. Und dadurch sehen wir hier überall, was das hier für Vorteile hat. Wenn die auf einer höheren Stufe sind. Wenn die volle Erfahrung haben, also auf Ace sind. Ich weiß nicht, was das übersetzt heißt. Dann kriegen die zum Beispiel plus 2 Schaden dazu, plus 50% Leben, kriegen eine Geschwindigkeit dazu und die können sogar zweimal in der Runde angreifen. Also schon ganz nett mit der Erfahrung gemacht hier. Ihr habt ja gesehen, zu Anfang kann man ja einstellen, wie viel Erfahrung man kriegt. Also man kann es sich natürlich sehr einfach machen und sagen, ich kriege jetzt 2000% Erfahrung aus den Kämpfen, dann sind alle Truppen natürlich sofort auf der höchsten Stufe und das Spiel ist dann kaum eine Herausforderung, weil es ist schon ein krasser Unterschied zwischen Kreaturen, die auf, wie heißt es, die auf der höchsten Stufe sind jetzt von der Erfahrung her, als auf welche, die überhaupt noch nicht trainiert sind. Und da ist Rot. Rot war ein Nekromant. Schade, ich kann ihn leider nicht anklicken. Nein, den Tree of Knowledge wollen wir nicht besuchen. Dieser Baum gibt dann nämlich, wie heißt es? Plus eine Stufe dazu. Manchmal kostet das 2000 Goldmünzen, manchmal sogar 10 Edelsteine, aber manchmal ist es auch umsonst. Je nachdem. Wir machen hier erstmal weiter die Gegner fertig. Oh, ich habe es so eingestellt, dass bei manchen Zufallskämpfen hier manchmal vor allem auch ein zusätzlicher Held mit auftaucht. Der hat natürlich auch seinen Commander mitgebracht. Und deswegen haben wir jetzt hier Munitionsbarren, Balliste, Erste-Hilfe-Zelt. Finden wir jetzt noch bei den Gegnern vor. Und er kann sogar zaubern und hat mit seinem scheiß magischen Pfeil 4 Goblins von mir getötet. Dieser Mistkerl. Wieso haben die jetzt alle gute Moral? Das verstehe ich nicht. Und kloppt natürlich auf meine schönen Wolfreiter ein, die dann davon kaputt gehen. Geil. Der Commander ist tot. Der ist auch tot. Und tot. Dadurch, dass jetzt so ein Held mit dabei war, haben wir natürlich auch noch mehr Erfahrung gekriegt. So, die Stadt will ich da auch erobern. So, um eine City Hall zu machen, was uns 2000 Goldmünzen gibt, müssen wir hier erstmal das hier alles ausbauen. Aber momentan bin ich ja echt klamm, was hier meine Ressourcen angeht. Deswegen verzichte ich darauf erstmal lieber und warte ab, bis ich erstmal mein Kapitol habe. Jo. Und wir machen uns daran, die nächste Stadt zu erobern. Ja, greifen wir schon mal sofort an mit unseren Rocks. Unsere riesigen Vögel. Stufe 5 Kreaturen. Du schießt natürlich auf die Orks hier. Schön. Und unser Commander ist wieder aufgestiegen. So, wir geben jetzt mal Basic Defense Skill, also dass er mehr Verteidigung kriegt und nicht so leicht umgehauen werden kann. Und wir bekommen Still Eye of the Dragon, einen Ring, der erhöht Glück und Moral um 1. Was natürlich sehr gut ist. So, Ballistik, genau. Damit kriegen wir Kontrolle über das Katapult und wenn wir eine Stadt belagern, wo unser Katapult mit dabei ist, dann können wir es kontrollieren und sagen,
du schießt jetzt auf den Turm oder auf die Mauer. Und deswegen würde ich vorschlagen, dass wir auch die Ballistik dann halt nehmen als Skill. Taverne. Wir können hier noch einige Kreaturen ausbilden. Aber ich baue erstmal eine Castle, also eine Burg hier. In meiner Hauptstadt. Und jo, unser Geld reicht noch, um hier die Wolfsreiter auszubilden. Und 4 Goblins. Gut. Ah, hier unten ist eine Kristallmine, die werden wir gut gebrauchen können. Was macht er eigentlich? Klar, also. Provides additional Ballistas. Die Anzahl der Ballisten ist gleich Commander Level geteilt durch 4 plus 1. Also wenn unser Commander eine hohe Stufe haben, kriegen wir sogar noch mehr Ballisten dazu. Ich habe momentan 2 Ballisten. Je mehr wir natürlich haben, desto stärker ist die Balliste natürlich im Kampf. Desto mehr Schaden haut die raus. Und es hat wieder eine neue Woche begonnen. Wir gucken mal, ob wir hier was bauen. Nee. Hier auch nicht. Hier bauen wir eine Town Hall. So, jetzt kriegen wir schon 4000 Erfahrung für 4000 Goldmünzen, meine ich, durch unsere Städte dazu. Das ist natürlich ein schöner Wert. Lässt sich aber noch erhöhen. Ja, wir verfolgen die. Ich brauche die Erfahrung. Und hier ist wieder ein Held mit dabei. Gut, er bewegte seine Diebe hierhin. Wir schießen natürlich auf die Diebe. Das ist das Sinnvollste, was man hier so machen kann, glaube ich. Oh, seine Balliste hat 53 Schaden gemacht, also. Das ist echt nicht schlecht. Aber unsere ist auch nicht schwach. Die macht nämlich 83 mittlerweile. Ich glaube, die Stärke der Ballisten hängt nicht nur auch davon ab, wie viel man hat, wie groß die Anzahl ist, sondern auch, was man hier selber für eine Attacke hat. Gut, wir haben 8 Goblins verloren, ja. Ist okay. Und wir haben eine Kristallmine erobert. Ein Kristall pro Tag. Also, was ich noch nicht erklärt habe, wir haben hier oben 4 Grundskills. Attacke. Attack Skill is a bonus added to the attack skill of any troops your hero commands. Also, wir haben hier zum Beispiel Goblins, Attack Skill, haben die normalerweise 5. Aber durch unseren Helden, der 7 hat, haben die jetzt 12. Und das schlägt sich dann natürlich im Schaden nieder, den die machen. Defense ist einer, ist nicht gerade viel. Hier haben wir noch Power. Und Knowledge, also wie gesagt, Power, das sagt uns halt, wie stark unsere Zauber sind. Und Knowledge ist bei 3, das heißt, Knowledge mal 10 genommen ergibt unsere Spellpoints, unsere Zauberpunkteanzahl. Aber wir können eh noch nicht zaubern, weil uns dafür ein Zauberbuch fehlt. Aber ich denke, das werde ich jetzt mal mir holen. Also wir reisen zu unserer Hauptstadt zurück. Können noch ein Hall of Valhalla bauen, aber lassen wir das mal. Ich will jetzt bald mein Kapitol haben.